Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Resonator. Ich bin Holger Klein und normalerweise rede ja ich mit den Wissenschaftlern, war aber leider krank und darum ist mein Chef persönlich nach Lindau gefahren, um mit einem echten Nobelpreisträger zu reden. Mein Chef heißt Henning Krause und der Preisträger ist Hartmut Michel. Er bekam den Nobelpreis für Chemie im Jahr 1988 für die Erforschung der dreidimensionalen Molekülstruktur des Reaktionszentrums der Photosynthese im Purpurbakterium Rhodopseudomonas viridis. Heutzutage ist es ja so, man kriegt so einen Anruf aus Stockholm. Wie war das 1988? Ich war damals auf einer Konferenz an der Yale University, als die Nobelpreise verkündet wurden, die Nobelpreise in Chemie. Und in der Kaffeepause kam jemand zu mir, dass die Reuters News Agency verkündet hätte, ich hätte den Nobelpreis bekommen, ja. Also kein Vorwegwarnanruf gab es damals noch nicht. Vorwärtswarnanrufe gibt es sowieso nicht. Das ja, ist, oder? Das ist der erste Anruf, kommt dann erst, ja. Dann, wenn die Verkündung ist. Genau, ja. Mhm. Wie sind eigentlich damals die Ergebnisse, für die Sie dann ausgezeichnet worden sind, wie sind die eigentlich kommuniziert worden? War das eine Veröffentlichung in einem... Journal? Bitte? In einem speziellen Journal war das, oder? Es gibt eine ganze Reihe von Veröffentlichungen. Ich habe zunächst mal die Kristallisation in Journal of Molecular Biology publiziert. Diese Publikation wurde zunächst mal bei Nature abgelehnt. Nature ist ja das führende Journal. Wurde abgelehnt. Wurde von Nature abgelehnt. Gehört also dann zu den Nobelpreiswürdigen Papers, die von Nature abgelehnt worden sind. Und dann haben wir die erste Strukturinformation, allerdings hatten wir zu der Zeit noch keine Aminosäuresequenzen, haben wir lediglich die Position der photosynthetischen Pigmente publiziert, das war im Journal of Molecular Biology. Und dann Ende 1985 dann in Nature einen vollen Artikel über die Proteinstruktur, obwohl wir zu dem Zeitpunkt noch etwa 30% der Aminosäuresequenz gefehlt hatten. Also die Struktur war 1985 nicht komplett. Und das hat dann trotzdem, wie gesagt, die generelle Aufmerksamkeit war riesig. Und wir haben dann halt, wie gesagt, 1988 den Nobelpreis erhalten. Dann gibt es im Dezember eine Dienstreise nach Stockholm und dann ist man irgendwie im Januar nach der Weihnachtspause, Januar 89, steht man wieder im Büro. Und Sie waren damals 40 Jahre alt oder Anfang 40. Ja. Ist, glaube ich, eher ungewöhnlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass man als Weltmeisterträger noch... Das passiert heutzutage relativ selten. Es gab ein paar Jahre vorher, gab es noch einen oder andere Physiker, der genauso jung oder jünger war. Und ich habe mal gezählt, ich war 17 Jahre lang der jüngste lebende Nobelpreisträger in Chemie. Man hat so den Eindruck, viele, die dann irgendwie so um die Pensionszeitraum herum den Nobelpreis kriegen, die gehen dann auf Vortragsreise. Sie haben aber ja noch viele wissenschaftliche Projekte dann weitergemacht. Sind Sie komisch dafür angeguckt worden? Der hat doch jetzt den Nobelpreis, was sitzt der im Labor? Man kann sich doch mit 40 nicht zur Ruhe setzen. Ja, eben, deswegen frage ich, aber das ist doch ungewöhnlich eigentlich. Ja, wir haben durch weitergemacht, zunächst mal Photosynthese, wir haben damit dann das nächste Mal Lichtsammlerkomplexe gemacht. Und in das Fotosystem der Pflanze wollte ich nicht reingehen, weil relativ viele auch befreundete Arbeitsgruppen an dem System gearbeitet haben. Ich wollte denen keine Konkurrenz machen und bin dann auf die Atmungskettenproteine gegangen. Ja. Aber neben den Atmungskettenproteinen haben wir noch recht viel an Rezeptoren gemacht und auch an Transportproteinen. Wir machen jetzt immer noch viele Transportproteine, wobei viele Transportproteine bei der Krebsentstehung, nicht bei der Krebsentstehung, sondern der Krebs, die Tumorzellen benötigen eine ganze Reihe von Transportproteinen, um überleben zu können. Und dann deren Strukturen machen wir auch mit dem Fernziel, dann vielleicht bei der Medikamentenentwicklung da helfen zu können. Eine knappe Dreiviertelstunde hatte Hartmut Michel Zeit und das ganze Gespräch gibt's in der nächsten Folge des Resonators.